Wir feiern den 10. Semperopernball. Seit seiner Premiere ein leuchtendes Symbol über alle Grenzen hinaus. Dresden jubelt und heißt die Welt willkommen. Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Gestern bin ich durch Dresden gegangen und habe mir angeschaut, wie die Stadt zusammenwächst, das Alte, das Neue, und war beeindruckt. Unser Dank gilt einem Mann, ohne dessen unerschütterlichen Mut und unermüdlichen Einsatz es einen historischen Moment nie gegeben hätte. Die Wiedereröffnung der Frauenkirche vor genau 10 Jahren. Der Dresdner St. Georgsorden des Semperopernballs geht an Professor Ludwig Güttler. Dresden jubelt und heißt die Welt willkommen. Hier in der Oper, aber auch auf dem Theaterplatz. Dresden dreht sich, dreh dich doch mit, zum Jubiläum im Walzer Schritt. Der Dresdner St. Georgsorden des Semperopernballs. Ja, ne? Ja, geht in diesem Jahr an Roland Kaiser. Der Dresdner St. Georgsorden des Semperopernballs geht an einen großartigen Schauspieler, Wolfgang Stumpf. Der Dresdner St. Georgsorden des Semperopernballs geht an Robert Harting. Der Dresdner St. Georgsorden des Semperopernballs geht an Naomi Campbell. Vielen herzlichen Dank. Der St. Georgsorden des Semperopernballs geht an die wunderbare Nadja Auermann. Es ist ein Ausdruck gegenüber ihres ganzen Landes und der internationalen Gemeinschaft für ihr Land und für ihr ständiges Engagement für Demokratie. Zum ersten Mal ehrt der Semperopernball heute einen afrikanischen, den senegalischen Staatspräsidenten. Ich sehe diesen Preis vor allem als Ausdruck unseres gemeinsamen Strebens nach Frieden und der Freundschaft zwischen den Völkern. Eine Premiere zum Jubiläum, 100 Debütantenpaare.
Nun ist es soweit. Dresden dreht sich. Der Semperopernball 2015 ist hiermit eröffnet.